Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Baphomets Fluch. Ja, doch, Baphomets Fluch im Director's Cut. Ja, es geht weiter. Denke mal, die Sachen hier bringen uns bei ihr Ich muss nichts. jetzt gehen, Probier das Per. gar nicht erst. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Absolut. So, jetzt drehen wir nochmal mit Dwayne. Hallo, Dwayne. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Der ist super merkwürdig hier gezeichnet mit dem Kinn irgendwie, als ob ihm da, ja, oder als ob er was im Mund hätte, was hier steil runtergeht, aber ich denke mal, das soll sein Kinn sein. Das ist ein bisschen merkwürdig. Haben Sie Ulta getroffen? Oh, die luxuriöseste Taxifahrt mit Klimaanlage muss fahren. Ja, der Taxifahrer. Wollte uns reinlegen, ist mit uns wild in der Gegend herumgekurvt. Was? Was? Okay, sie hat ja schon gesagt, dass er ja verwirrt wäre. Das ja ist natürlich ungünstig. Also wenn ja. Okay, bis bald, Dwayne. Worauf Sie sich verlassen können, George. Ist halt die Frage. Könnte natürlich auch sein, dass die lügen oder ihre Geschichten nicht übereinstimmen. Ja, es klingt schon realistisch. Gut, der hat da noch was abgekriegt und. Ich vermute, einfach so aufs Land hinauszugehen, ist eine prima Möglichkeit, sich zu verlaufen. Ja, aber jetzt haben wir doch echt mit allem gesprochen. Plötzlich erkenne ich die schreckliche Wahrheit. Der Typ bestreicht die Kebabs mit der Klobürste. What the? Na dann, auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Ah, ganz gut. Gut, man könnte es ja mal Bescheid sagen. Das ist mal mega. Boah. Gut, die war ja noch in Plastik eingepackt, also ganz neu. Von daher, was soll's? Ne, so Es ist ja hat wohl nicht viel sauber. Zweck, eine tiefgreifende Diskussion zu beginnen, wenn ich kein Arabisch und er überhaupt nicht sprechen konnte. Da Gut, bin ich wieder, dann. Ulta. Preis sei Allah. Ja, okay, das. Hä? Wie jetzt? Wir sehen uns noch, Ulta. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Ja, super. Wie können wir das denn jetzt ausnutzen, dass wir wissen, dass der die Bürste In hat? der windstillen Luft hängt der Gest Können wir mit ihm Nochmal reden? Hallo, Sir. Hallo? Sagt Ihnen das etwas? Nein, nein, Sie kaufen Kebab. Jetzt stehe ich Na aber gerade dann, auf dem auf Schlauch. Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Ah, ganz gut. Also rausgehen darf ich nicht einfach. Was ja irgendwo auch Sinn macht. Das wäre ja sinnvoll, den Taxifahrer vielleicht dafür ranzuholen. Vielleicht kann uns der Hallo Junge Neo. mal helfen. Hallo Sir, wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Schau, das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber ich brauche Arthurs Bürste. Was? Die Bürste, mit der er die Kebabs einstreicht? Ja. Ich suche Ihnen stattdessen lieber ein paar schmutzige Postkarten heraus. Neo, das ist ernst gemeint. Arthur hat diese Bürste von einem Freund gestohlen und ich möchte sie wieder zurückbringen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, alter Junge. Unter Umständen, vielleicht. Unter Umständen? Vielleicht? Sie sollten nicht glauben, dass ich gewinnsüchtig bin, Sir. Aber ich bin ein Kaufmann und Kaufleute handeln. Kaufmann? Hier ist doch nicht die Börse. Nun, wenn Sie unhöflich werden. Nein, 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 du hast recht. Was willst du? Ich meine, mich erinnern zu können, dass Sie etwas haben, das meine Langeweile lindert. Eine Kugel der Freude. Eine purpurne Himmelskugel himmlischen Vergnügens. Du meinst den Ball, oder nicht? Etwas Kleines, Kugelförmiges, das kaum meine Hand ausfüllt und doch Stunden der Unterhaltung verspricht. Wenn du den Ball meinst, warum sagst du es nicht? Kann ich den Ball zurückhaben, Sir? Zurückhaben. Also gut, hier ist er.
Danke, Sir. Die Leute erzählen schlechte Dinge über Amerikaner, aber meiner Meinung nach sind Sie okay. Welche Leute? Was für schlechte Dinge? Ist jetzt nicht so wichtig. Vergessen Sie die Bürste nicht. Genau, ja, die Bürste. Sie müssen zu Arthur nur höflich sein. Es erheitert seinen Tag. Es macht sein Leben lebenswerter. Wie kann ich zu dem Typ höflich sein, wenn ich kein Wort Syrisch kann? Arabisch. Ja, das meinte ich. Merken Sie sich einfach diesen Satz. Il Agel Kalb. Il Agel Kalb? Ganz gut so. Jetzt gehen Sie hinüber zu Arthur und sagen diese süßen Worte in sein zartes Ohr. Er wird sich überschlagen, alles für Sie zu tun. Wirklich? Wirklich. Hat jemand genug Ahnung von Arabisch, um zu sagen, was wir da und gleich mitteilen werden? Da wäre ich mega dankbar für. Weil ich hab nicht die geringste Ahnung, was wir da gleich sagen werden. Werden wir gleich fett was ins Gesicht gedonnert kriegen oder so? Nochmal hallo, Sir. Hallo? Kebab? Ja. Oh Gott, das wird furchtbar. Hm. Il Agel Kalb? Oh, dreckig! Schlecht! Schlecht! Oh. Oh, beruhige dich. Ich hab doch nur Füße. Los, an die Arbeit. What the? Ich nehme mal an, gut, also auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie das Gerücht entsteht, dass Amerikaner unhöflich sind. Neo sagt ihnen, sie sollen andere Leute beleidigen und stiehlt ihnen dann was. Was zum Teufel hast du mir da gesagt, was ich ihm erzählen soll? Geduld, Sir. Geduld? Geduld? Ich wurde von einem wahnsinnigen Kebabverkäufer verfolgt und dann soll ich geduldig sein? Aber bedenken Sie, Sir, als Sie vor dem aufgebrachten Arthur wegliefen, konnte der aufgebrachte Arthur die Bürste nicht benutzen. Nun mal langsam. Willst du damit sagen, dass ich nur das Ablenkungsmanöver war? Ihre Bürste, Sir. Ich kann nicht glauben, dass du mich wegen einer Klobürste auf die Todesliste eines Kebabverkäufers hast setzen lassen. Der Zweck heiligt die Mittel, Sir. Ja, allerdings ging es nicht um deinen Arsch. Denn bedient wird auch, wer nur rumsteht und wartet, Sir. Oh, erspar mir das. Super, okay. Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir. Jetzt würde ich wirklich gerne wissen, was wir da gesagt haben. Was war das? Il Agel Kalb? Il Agel Kalb? Das ist irgendwie sowas wie Hundefutter. Das das heißt wahrscheinlich so viel wie das ist alles nur Hundefutter hier, deine Kebabs. Entschuldigt, ich muss das jetzt mal rasch googeln. Also, wir haben im Endeffekt gesagt, das ist gerade gut genug für Hunde zum Fressen, da die seine Kebabs. Und da war er ein wenig verstimmt. Um nicht zu sagen, ein klein wenig erbost. Gut, ich nehme an, ich darf wieder nicht mit ihm reden. Ich muss dann die Klobürste direkt auf ihn ziehen. Es hat wohl nicht weh, wenn ich kein Arabisch und er überhaupt nicht. Ja. Hier ist Ihre Bürste, Sir. War nicht einfach, sie wiederzubekommen. Zum Geier muss ich unbedingt auf Toilette. Der Manager gehen. Nimmt die Bürste, gibt mir die Toilettenschlüssel als Belohnung und geht. Was? Worum ging es denn? Manager sagen, bah. Anschauen Zustand hier. Brauchen viel Säuberung in Putzmittel, bevor mögen. Das hat er alles gesagt? Körpersprache sagen auch viel, Sie wissen. Oh ja, oh ja, oh ja. Was zum... Okay, machen wir halt auf. Ich frage mich, was dahinter ist, dass wir vorher nicht weiterkommen dürfen.
Ein Endlos-Handtuchspender. Das hätte ich jetzt irgendwie auch gar nicht erwartet. Der Spiegel ist so sauber wie alles andere hier drin. Ups. Da hat er einfach mal den Steppenwolf abgerissen, na klar. Ein Stück Kette, die ich in der Toilette vom Club Alamut abgestaubt habe. Abgestaubt, na klar, das ist, weißt du, wir bringen dem, diese Toilettenbürste, diese Klobürste und dafür reißen wir ihm hier die, oh Mann. Ich habe seit heute Morgen noch nichts getrunken und ich muss nicht auf den Topf. Und ich dachte schon, die Franzosen hätten komische Toiletten. Hä? Haben Franzosen irgendwie merkwürdige Toiletten? Irgendwie im Verhältnis mit Amis? Haben Amis irgendwie... Hä? Ich wüsste es jetzt nicht. Ich meine, gut, das Spiel ist jetzt nicht neu und kann sich sogar noch weiter in der Vergangenheit befinden, aber... Ich weiß es wirklich nicht. Habe ich nie was von gehört. Und ich muss zugeben, ich war nie wirklich in Frankreich. Keine Ahnung. Ja. Das könnten wir noch ein paar Mal machen, ist kein Ding. Ja. Bringt nur nichts. Okay, jetzt haben wir diese Kette. Was fangen wir denn jetzt mit dieser Kette an? Hallo? Ich bin jetzt versucht mal zu fragen. Okay, also zu gucken, ich muss von hier verschwinden. Okay, das ist soweit klar. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabene Gegenwart. Ja, ist gut. Was bedeutet Il-Ackel-Kalb? Wer sie das beibringen? Neo sagte mir, ich solle das zu Arto sagen. Und Arto dann rausholen, riesig Messer und nachlaufen. Ja. Genau, woher wissen Sie das? Ich kenne Arto. Sie ihm sagen in mörderisch miserabisch, sein Kebab gemacht aus Hundefleisch. Gemacht ich habe ihm gesagt, er kocht mit Hundefutter? Kein Wunder, dass er ausgerastet ist. Nein, Ultar, nicht meinen Fleisch für Hund. Ultar meinen Fleisch von Hund. Oh. Ja, es ist sogar noch besser. Na gut. Wir haben die Toilettenschlüssel. Mag er vielleicht auch mal Toilettenschlüssel haben? Schauen Sie, ich habe die Schlüssel zur Toilette. Muss dieses Lebenszielsyndrom sein, über das ich in der Geo gelesen habe. Was sagt Ihnen diese Spülkastenkette? Sie bringen Bürste wieder, damit so können stehlen Kette? Sie ganz krümelig im Keks, was? Fantastisch. Mann, wir wollen doch hier weg. Wir wollen doch hier weg. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Oh, höchst sicherlich. Sein hier gestern. Oh. Hier? Erst gestern? Mein Gott, das war dicht dran. Ja, fragen viele Fragen, wie Mr. Z. Wonach hat er gefragt? Er fragen von Amerikaner namens Stobby. Stobbert? Ja, Stobbert. Sie kennen? Der Killer kennt meinen Namen. Wonach hat er noch gefragt? Er fragen von deutschen Mann namens Klobner. Ich versuche krampfhaft, mich an den Namen des Kerls zu erinnern, den die Verschwörung in Syrien verloren hat. War der Name Klausner? Sicher, das, was Ultar sagen. Klausner. Ich sagen Mann in Bild, Klausner wollen gehen zu Bull's Head. Moment, wohin wollte Klausner gehen? Bull's Head. Großer Hügel. Etwa 10 Meilen vor Stadt. Ah, vielleicht 16. Wann war was? Das? Oh, vielleicht Woche her. Was können Sie mir über diesen Bull's Head Hill erzählen? Sein höchst ausgezeichnet. Herrliche Aussicht. Wert einen Besuch. Oh ja, oh ja, oh ja. Wie komme ich dahin? Halt, lassen Sie mich raten.
Sie brauchen guten Luxusführer für Sie hinbringen in Taxi mit Klimaanlage. Oh, grausiges Schicksal, wo soll ich nur so einen Führer finden? Und Ultar sein meist luxuriösester Führer auf weite und breite Gegend. In jede Richtung. Glückes Geschick, was hab ich doch für ein Schwein. Bewünschen Sie meine erfreuliche und luxuriöse Dienste? Ja, na klar. Okay, in Ordnung. Lassen Sie uns abhauen. Zunächst, bedauerlicherweise, Formalitäten. Fahrt nach Bull's Head, 50 Yankee-Dollars, bitte. 50 Scheine? Ich habe keine 50 Scheine. Oh, höchst unerfreulicher Wender. Ultar dann bedauern. Aber nicht können werten Herren mitnehmen auf Reise von Leben. Warten Sie mal, Ultar, gibt es denn nichts, was ich Ihnen zum Tausch anbieten könnte? Wünschte wäre so, geschätzter Freund. Aber mein Taxi brauchen Benzin und sein Schalldämpfer brauchen Schalldämpfer, Doktor. Also Tausch nicht möglich. Mein Herz weint über Ungerechtigkeit. Aber die Parole sein Dollars oder nix. O unglückseliger Amerikaner. Na gut, es gibt ja Mittel und Wege. Aber ernsthaft, der Typ, ne, der fliegt eben mal so nach Irland, dann mal nach Spanien, dann fliegt er jetzt nach Syrien. Aber 50 Dollar, die hat er nicht. Nein, die hat er nicht. Der Anwalt hier, der hat keine 50 Dollar. Na klar. Hallo? Aber, Wir sehen uns noch, Ulta. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Mann. So, vielleicht können wir Dwayne und Pearl überreden, dass sie sich gerne den Bull's Head Hill angucken wollen. Hallo, Dwayne. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Haben Sie dem Kebabverkäufer etwas abgekauft? Überhaupt nicht. Pearl hatte schon einmal einen schweren Anfall von Montezumas Rache. Schon mal von einem Hügel namens Bull's Head gehört? Glaube nein. Wo ist das? Weiß ich nicht. Das versuche ich gerade herauszufinden. Bull's Head, was? Das muss ich mir merken. Klingt sehr malerisch. Okay. Okay, bis bald, Dwayne. Worauf Sie sich verlassen können, George. Oh, ich höre doch da ein Geräusch, oder ist das ein Fehler im Sound hier? Der Junge spielt mit dem Ball, wa? Ja, na klar. Oh, wir können nicht mehr mit dem Jungen reden, weil er beschäftigt ist mit dem Spielen. Oh, das ist ja gemein. Ich rede erstmal mit Pearl, aber ich habe die Idee, was wir machen können. Hallo, Pearl. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Haben Sie etwas vom Kebabstand gekauft? Um Gottes Willen, nein. Mit meiner Verdauung? Er hat es auch sehr freundlich ausgedrückt mit Montezumas Rache. Wissen Sie, was Il Ackel Kalb heißt? Ach, klingt das romantisch. Nicht wirklich. Ja, ich glaube aber nicht, dass es das ist. Haben Sie mal von einem Hügel namens Bull's Head Hill gehört? Nein, habe ich nicht. Ist der hier in der Nähe? Da bin ich mir nicht sicher. Klingt so schrecklich romantisch. Bull's Head Hill. Was ist daran romantisch? Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Okay, damit sind wir aber auch wieder am Ende der Folge. Eine sonnige Verabschiedung wünsche ich euch. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Euer Sunny ist raus. Ciao.